Willkommen zurück zu Spellforce 3 Soul Harvest und wie ihr hier seht, befinden wir uns nicht mehr im Gespräch. Es scheint so zu sein, als ob das Spiel, wenn man im Gespräch speichert, nicht dort fortsetzt, sondern immer vor dem Gespräch. Das muss ich noch mal ein bisschen mehr überprüfen, ob das jetzt wirklich so ist, also bei jedem Gespräch, oder ob das jetzt nur ein Fehler war. Oder der nicht richtig gespeichert hat, was auch immer. Weil das ist natürlich dann ein bisschen ärgerlich. Dann muss man nämlich immer erst die Gespräche alle durchmachen, wenn man dann eins begonnen hat. Aber das sollte jetzt kein Problem sein. Wir fangen das jetzt einfach nochmal an. Redet ihr mit mir? Mit wem soll ich sonst reden? Ihr seid... Ja, das können wir ja nicht schon. Aber den... Das... Ein... Ich kann... Warum bin ich nicht überrascht? Ich sage es so einfach wie möglich. Was ihr da tragt, scheint eine empyreanische Reliquie zu sein. Ihre Macht ist verblasst, aber ich könnte sie sozusagen neu entfachen. Lasst mich einen Blick drauf werfen. So, hier waren wir stehen geblieben. Und dann würde ich mal sagen, ja. Machen wir weiter, ne? Warum solltet ihr das tun? Ihr kennt mich nicht einmal. Und ich habe auch nicht den Wunsch, euch näher kennenzulernen. Diese Reliquie hingegen, sagen wir, es ist eine Herausforderung. Ich habe eine Neigung zu hübschen, vernachlässigten Dingen. Ihr wollt also kein Geld? Ein wahrer Künstler braucht kein Geld. Er lebt allein vom Kuss der Musen. Ah ja, das ist ja krass. Wollen wir mal sehen, vielleicht will er ja dann noch Geld. Woher weiß ich, dass ihr nicht einfach damit verschwinden werdet? Macht ihr Witze? Ich bin Berghol der Prächtige, der größte Schmied Eos. Zirkelmagus Gor selbst hat mir die Waffenkammer der Orks anvertraut. Schon gut, ich habe verstanden. Gor, da ist ein Name gedroppt, ne? Den wir ja aus der Hauptkampagne kennen. Mit dem wir ja unterwegs waren. Der Ork. Ja, dann machen wir es, ne? Haben wir ja sowieso keine Wahl, ne? Wir können ja nicht... Obwohl, wir können wahrscheinlich mit Escape das einfach abbrechen, das Gespräch. Aber, ne, wir machen das. Gut, aber macht es nicht kaputt. Interessant. Ja, das könnte funktionieren. Das könnte wirklich tatsächlich funktionieren. Wisst ihr, was ein Rachegeist ist? Ein Geist, der nach Rache sinnt? Sieh sich das einer an. Die Blasshaut hat ein funktionierendes Hirn. Tatsächlich handelt es sich, wenn wir die ganzen tragischen Geschichten von gebrochenen Herzen und Rache beiseite lassen, um einen Geist, der sich zu sterben weigert. Also, wenn ihr auf euren Reisen die Essenz eines solchen Geistes für mich sichern könntet, wäre ich in der Lage, sie in das Schmuckstück zu schmieden und ein paar seiner Kräfte wiederzuerwecken. Was sagt ihr? Ihr seid voll der Dankbarkeit? Ach, gar nicht nötig. Kommt einfach zu mir zurück, wenn ihr die Essenz habt. Soweit ich weiß, flattert ein solcher Geist durch eines der Gräber in Windwall. Ich werde darüber nach... Hervorragend! Eine gute Reise. Oh, und vergesst nicht, den Leichnam des Toten zu verbrennen. Das ist die einzige Möglichkeit, ihn daran zu hindern, euch weiter heimzusuchen. Ja, okay. Crafting scheint zumindest so zu sein, dass es wahrscheinlich immer noch kein wirkliches Crafting... fucking off hier mit dem... Ja, dass es immer noch kein richtiges Crafting gibt, aber... immerhin eine Art Quest. Die haben jetzt am... Ja, genau, die haben jetzt da andere Orte. Es ist auch ein bisschen anders, ne? Also wir haben jetzt hier oben nicht mal die Gebietsnamen stehen, in dem Gebiet, wo wir gerade sind, sondern wir haben jetzt hier oben immer stehen, das ist Hauptquest und das ist dann, ja, andere Orte oder Nebenquest. Ein bisschen einfacher unterteilt, würde ich mal sagen, ne? Frage ist natürlich nur, wo müssen wir jetzt hin? Da müssen wir hin, obwohl hier ein X steht, dass wir da nicht durch können. Okay, cool. Na gut, dann gehen wir da mal rein, ne? Oh, gute Güte. Ich bin eine Närrin. Was? Ich habe vollkommen vergessen, dass ich euch daran erinnern sollte, eure neue Uniform vom Schmied abzuholen. Das
es denn notwendig, ja? Ist das notwendig? Wir sind schon spät dran. Es ist eine formelle Angelegenheit. Ich weiß, ihr seid Soldat, aber normalerweise tragen die Leute formelle Kleidung, wenn sie vor die Königin treten. Ihr solltet das auch. Geht zum Hofschmied. Er weiß, wer ihr seid und wird sich um alles kümmern. Na gut. Was zum Henke Hofschmied? Wo ist denn der jetzt? Da. Da, nebenan gleich. Okay, cool. Die sind auch gleich so ein paar Händler, ne? Die besten Waren von Kalaya bis Nortanda. Du bist ein fucking Hofschmied. Kommt wieder und möge Tiara euren Weg segnen. Wie jetzt? Hallo? Was ja, haben wir denn hier? Wollt ihr handeln? Ihr versteht was vom was Falschen. Was gibt es? Wie? Ich soll die Kleidung abholen, aber stattdessen, dass ich die Kleidung abholen kann bei dem Typen, will er mit mir handeln. Wie geht denn das jetzt? Äxte, Dolche, Schwerter, alles für den wachsamen Abenteurer. Wie? Wieso? Ich muss mir die kaufen? Sicherlich nicht. Hä? Lebt wohl! Ja, wie geht denn das jetzt? Ich bin hart verwirrt gerade. Holen Sie einen Händler? Ja, das ist schön. Aber ich kann bei dem das nicht abholen. Wie funktioniert das? Oder ist das zufällig oder der ja, hier? Kommt nur näher. Ich habe, was ihr braucht. Nee, der hat Blaupausen. Hä? Was haben wir denn ihr hier? Ihr seid Abenteurer, was? Ach, kommt, da! Einen Blick. Ich bin mir sicher, wahrscheinlich, ich habe, ne? Dass euer Interesse erwecken könnte. Wie hier für null. Ja, oh, das ist ja hoffen super wir, dass alles verwirrend. Passt. Das wird es. Der Mann weiß, was er tut. Kommt wieder zur nächsten Mondwelle. Die für null, die musste ich da abholen. So, gucken wir mal. Ist die ist sogar besser, ne? Die passt nicht nur, die ist sogar besser. Also warum nicht? Sieht gut aus. Lassen wir Ihre Majestät nicht länger warten. Dann los. So, ihr könnt doch bei dem auch nochmal verkaufen. Rüstungen und Schilde, alles vom Kupferdolch bis hin zum Mond. Wobei die Rüstung vielleicht nicht unbedingt, weil, ne, die, oh, okay, die kann nicht mal von Menschen getragen werden. Windbaus, mittlere Windwaller-Rüstung. Okay. Ja, Bücher und so weiter und so fort, das kann man ja verkaufen. Beute. Ich gehe davon mal aus, dass wir immer noch nicht irgendwie Crafting oder sowas können hier in dem Spiel. Das heißt also, dass ich die Sachen dann auch alle verkaufen kann da. Ist genauso gut. Ja, okay. Ein gutes Angebot. Wartet. Wartet. Nee. Komm. Wir gehen erstmal rein. Reden erstmal. 12 Jahre. Ist es wirklich so lange her, dass ihr zuletzt durch den vergoldeten Torbogen getreten seid? Damals, als die Königin euch nach Empyria gesandt hat? Es fühlt sich an, als sei dies in einem anderen Leben geschehen. Ja, das ist gut möglich. Sie sind hier. Eure Majestät, ich präsentiere euch Zirkelmagierin Iria Alateral und General Erev. Kniet nieder. Eure Majestät? Ich danke euch. Erhebt euch. Ich habe den ganzen Tag im Konklave verbracht, also überspringen wir einfach die Förmlichkeiten. Ich nehme an, ihr wisst über die Wolfsgarde Bescheid?
Eine elitäre Einheit aus Elfen, Orks und Menschen, die über den Frieden in Nortanda wacht. Korporal Tahar führt sie an. Führte. Tahar ist tot. Was? Wer seid ihr? Raid Skadar. Er berät uns in einer anderen Angelegenheit. Aber was er sagt, ist dennoch wahr. Korporal Tahar ist tot. Alathea? Vor einigen Monaten gab es Gerüchte über das Verschwinden von Personen an der südlichen Grenze. Scheinbar plötzlich verlassene Dörfer, über Nacht entführte Leute. Tahar hat eine kleine Einheit der Wolfsgarde dorthin geführt, um Nachforschungen anzustellen. Sie wurden in einen Hinterhalt gelockt. Es gab keine Überlebenden. Wir glauben, dass der Angriff von Anhängern der Reinheit durchgeführt wurde, um den Tod ihres Anführers Ronda Lakaien zu rächen. Aber wir sind uns nicht sicher. Wie ihr bestimmt wisst, hat Tahar Lakaien hier in Grauschanze getötet, um die Reinheitskriege zu beenden. Die Reinheit? Das waren die Magiertöter, oder? Ich dachte, sie hätten sich nach dem Krieg aufgelöst. Größtenteils ja. Aber einzelne Zellen des Kults sind in die Wildnis entkommen. Tahars Leiche wurde nach Grauschanze zurückgebracht und wurde mit Ehren beigesetzt. Wie ihr euch vorstellen könnt, war das ein großer Verlust für das Reich. Aber die Wolfsgarde kann nicht ohne Anführer bleiben. Und deswegen seid ihr hier, General Erev. Ihr seid der Kandidat. Moment, was? Ihr habt mich schon verstanden. Okay, schade, Corporal Tahar ist tot. Ich dachte eigentlich, die würden jetzt so reden, ja, er hat einen Hinterhalt, bla, und dann könnte man so sagen, okay, cool, er hat einen Hinterhalt geraten, vielleicht treffen wir den dann noch, weil der dann ja nicht unbedingt tot sein muss, sondern man glaubt nur, er sei tot. Aber wenn jetzt die Leiche auch begraben wurde, dann okay, dann ist es definitiv bestätigt, dass er tot ist. Schade. Aber das ist jetzt auch der nächste Hinweis darauf, dass dieses Ganze mit der Reinheit des Lichts gar nicht überhaupt erst in Spellforce 1 rübergeschwappt ist und die Reinheit des Lichts auch wahrscheinlich rein gar nichts mit den ganzen Geschehnissen in Spellforce 1 zu tun hat, weil die Geschichte jetzt hier in Soulharvest ja schon nach den Geschehnissen von Ronda Lakaien und die ganzen Sachen da passiert ist, also jetzt passiert. Und somit eben noch ein bisschen Zeit vergehen müsste, damit halt Spellforce 1 überhaupt passiert, ne? Also das mit den Inselaufsplittungen und so weiter und so fort. Dementsprechend ist das wahrscheinlich, ja, als war alles passiert, aber hat keinen Einfluss gehabt auf die Geschehnisse im ersten Teil von Spellforce. Aber wir wären der Nachfolger von Tahar. Von unserem Charakter aus Spellforce 3 der Hauptkampagne. Ja, ist ja krass. Eure Majestät, wenn ich fragen darf, warum habt ihr mir das nicht früher mitgeteilt? Botschafter Yarus hätte es mir auf der Reise sagen können. Weil das viele Erklärungen erfordert hätte und ich sie euch selbst geben wollte. So einfach ist das. Ah ja. So einfach also. Was ist mit den Anhängern der Reinheit geschehen, die für Tahars Tod verantwortlich sind? Die Krone hat ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Aber bislang haben sie sich dem Zugriff entziehen können. Vergesst auch nicht, dass sie bislang nur vermuten, dass ehemalige Angehörige der Reinheit hinter Tahars Tod stecken. Was meint ihr damit? Wer sonst soll es gewesen sein? Es ist nur eine Theorie. Wir werden später noch darüber reden. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstehe, Eure Majestät. Was habe ich getan, um dies zu verdienen? Ihr wisst, wer ich bin und was. Ja, General Erev. Ich weiß sehr wohl, wer ihr seid. Und ich weiß auch von dem mysteriösen Zwischenfall in Kavil, an den ihr euch nicht erinnert. Es ändert nichts an meiner Entscheidung. Zudem werdet ihr euch natürlich beweisen müssen. Okay. Wenn ihr von dem Zwischenfall in Kavil wisst, dann wisst ihr auch, dass meine ganze Einheit von Orks abgeschlachtet wurde. Warum solltet ihr mir eine weitere Einheit anvertrauen? Eure letzte Einheit fiel im Kampf für Nortanda. Es war eine Tragödie, ja. Aber in Empyria herrschte Krieg. Und im Krieg geschehen solche Dinge. Aber woher wollt ihr wissen, dass ich nicht dafür verantwortlich war? Ich kann mich nicht erinnern und... General, ich habe meine Entscheidung getroffen. Ja, okay, dann, Verstanden. Wie soll ich mich beweisen? Indem ihr euch um eine Angelegenheit kümmert, mit der ihr unfreiwillig schon in Kontakt gekommen seid.
Ihr werdet morgen aufbrechen. Ach, also den Zwergen, ne? Wahrscheinlich. Warum die so aggressiv jetzt gerade sind. Morgen? Ist das nicht etwas übereilt? Das mag sein, aber die Zeit ist gegen uns. Gut. Was ist der Auftrag? Botschafter, würdet ihr bitte? Eine Woche vor eurer Ankunft gab es einen Angriff auf die Bergwerkstatt Dreikott. Sie liegt an der Grenze zwischen Halit und Nortanda. Wer waren die Angreifer? Zwerge aus Windholme. Und wie bei dem Vorfall auf der Goldenen Straße war vieles daran ausgesprochen seltsam. Zunächst herrscht zwischen Nortanda und Windholme eigentlich Frieden. Zudem waren in diesem Fall die Opfer des Angriffs ebenfalls Zwerge. An der Oberfläche lebende Zwerge. Okay. Ist das jetzt ein Zwergen-Addon, was wir hier spielen? Kann ja sein. Ich glaube eher nicht. Nicht unbedingt komplett, aber vielleicht schon so ein bisschen. Moment. Also haben Zwerge ein zwergisches Dorf geplündert? Das ergibt keinen Sinn. Tut es nicht, genau. Weswegen wir herausfinden werden, was dahinter steckt. Was soll ich tun? Ganz einfach. Reist dorthin und helft den Oberweltzwergen Dreikott zurückzuerobern. Und findet anschließend heraus, warum die Windholmer so etwas tun sollten, damit wir die Sache so schnell wie möglich aufklären können. Ich hoffe, ihr versteht, was hier auf dem Spiel steht, General. Nortanda hat gerade einen Krieg hinter sich. Und die Wunden heilen erst noch. Wir können keinen neuen Krieg riskieren. Ja. Ja. Welche Truppen stehen mir zur Verfügung? Zunächst nur die menschliche Einheit der Wolfsgarde. Die Morhir und die Orks sind auf andere Missionen ausgesandt worden. Was für Missionen sind das, Eure Majestät? Werden sie zurückkommen? Das werden sie. Aber nicht in absehbarer Zeit. Die Wolfsgarde wird so lange ohne sie auskommen müssen. Ihr werdet ohne sie auskommen müssen, heißt das. Was eure erste Frage angeht, so überwachen die Morhir-Truppen die Errichtung ihrer neuen Siedlung in Utran. Die Feuerzähmer hingegen sind in Bargagor und beschützen den großen Karl unter Leitung von Zirkel Margus Gor. Ihre Abwesenheit schwächt die Wolfsgarde, aber ich kann es ihnen nicht übel nehmen. Immerhin geht es um ihre neue Heimat und sie wollen ihre Sicherheit garantieren. Aber ich will, dass ihr eure Truppen mit denen der Oberweltzwerge zusammenlegt, sobald ihr deren Außenposten erreicht. Sie werden die Stärken und Schwächen ihres Volkes am besten kennen. Verstanden. Hast du verstanden? Mehrfach nutzen, oder? Okay, auch so komische weirde Textsachen sind hier im Spiel dann. Ja. Wahrscheinlich dieses Verstanden, mehrfach nutzen, ist wahrscheinlich so ein Hinweis eher für die Entwickler. So von wegen, dieses Verstanden, das sollten wir jetzt mehrfach nutzen. Das haben sie vergessen rauszunehmen. Ja, wie auch immer, das scheint ja zumindest so zu sein, also so zu klingen, als ob wir auf Gor noch treffen werden. Das wäre ja cool. Oh. Oh, ich sehe gerade Isgrim. Kann es sein, dass er hinter dem Ganzen auch stecken könnte? Weil den haben wir ja weggeschickt. Den haben wir ja, das... Okay, das ist fies. Wenn der nochmal auftaucht, und zwar auf der Gegnerseite. Ist nicht einer der Zirkelmagier ein Zwerg, Isgrim? Ja, und wir haben seit dem Angriff auf Dreikott versucht, ihn zu erreichen. Aber er ist auf eine längere Expedition in den Norden aufgebrochen und wir haben seither nichts von ihm gehört. Ach so. Ja, aber ihr wisst doch, dass er gegangen ist. Also zumindest Ira weiß das, weil die doch mit dabei war mit Taha. Wenn ich jetzt nicht irgendwie komplett was verwechsel. Und da hat doch das Problem auch getreten mit der Rune, dass wir so ein paar Meinungsverschiedenheiten hatten und er dann gegangen ist. Ich glaube nicht, dass er uns noch mag. Wobei andererseits, naja, Taha ist tot, ne? Was für eine Expedition. Offiziell die Ausgrabung eines Formerschreins in Wolfgar. Ich selbst glaube jedoch, dass es um die Rune geht. Die Rune? Ihr meint... Der Runenstein, mit dem Rondalakain die Dame Mira Utran während der Reinheitskriege kontrolliert hat, ja. Die Krone will ihn also einsetzen. Wir haben vor, ihn zu entschlüsseln.
Isgrim will ihn erforschen, ob nun mit oder ohne unsere Zustimmung. Und ich würde eine so mächtige Technologie wie die Rune lieber in unseren Händen als denen unserer Feinde wissen. Ich verstehe. Ah, okay, er darf es also jetzt, diese Rune entschlüsseln. Also das, was wir ihm ja verwehrt haben, darf er jetzt doch machen. Okay, vielleicht ist er dann ja doch zufrieden. Was ist mit den anderen Zirkelmagiern? Könnten sie uns helfen? Sie sind ebenfalls auf Missionen unterwegs. Es ist nicht die Aufgabe des Zirkels, den ganzen Tag in Grauschanze herumzuspazieren. Seine Mitglieder sollen in ganz Nordhanda die Stabilität fördern. Und das tun wir auch. Wir sind Magier, keine Bürokraten. Das ergibt Sinn. Ich verstehe. Also. Also wiederverwenden. ja. Die Zwerge, die unseren Konvoi überfallen haben, hatten es auf unser Mondsilber abgesehen. Ich weiß. Und da die Minen von Dreikott Mondsilber fördern, bin ich sicher, dass es da einen Zusammenhang gibt. Die Frage ist jedoch, wenn sie Mondsilber wollen, warum überfallen sie dann Karawanen und Siedlungen in Nordhanda? Was ist in Windholme vorgefallen, dass sie wegen so etwas einen Krieg riskieren würden? Das werdet ihr herausfinden müssen. Oh ja, das wird auch richtig spannend. Unsere erste Mission und gleich sowas Wichtiges. Dann bereite ich mich besser auf die Mission vor. Tut das. Zirkelmagierin Alatheal und Reitzgadar werden euch begleiten. Alatheal, stellt den General den Truppen vor. Verstanden. Trefft mich am Kartentisch, wenn ihr bereit für die Vorstellung seid, General. Ah, eine Sache noch. Eure Majestät? Ich glaube an zweite Chancen. Lasst mich das nicht bereuen. Die Audienz ist beendet. Okay. Ich glaube an zweite Chancen. General, wenn ihr einen Moment Zeit habt, wäre da noch etwas, bei dem ich eure Hilfe bräuchte. Ah, Hauptquest und dann gibt es auch Thronsaal in der Grauschanze. Also das gibt auch noch diese Ortsüberschrift, aber das sind dann nur für die Nebenquest. Ja, wir haben jetzt hier übrigens Söldner. Wenn ihr Söldner durchwechseln wollt, sprecht mit Quartiermeister Raukin in der Grauschanze. Ist es der? Werden wir gleich sehen. Also Söldner, ja. Okay, ich würde erstmal kurz gucken, wen ich hier dabei habe. Man kann ja immer nur zwei Söldner mitnehmen, ne? Also so was stand das im Hauptmenü. Ich möchte nicht irgendwie jemanden mit dabei haben, der genau dieselbe Skillung hat wie ich, weil das bringt mir nicht wirklich was. Zumindest glaube ich, dass es mir nicht wirklich was bringt. Deswegen werden wir jetzt mal im Inventar gucken, ob irgendwer dieselbe Skillung hat wie ich. Also hier das hier, ne? Also einmal auf Jagd und Hervorrufung geht. Weil das bringt nichts, das doppelt zu haben. Ja, natürlich kann man sagen, ey, wenn jetzt eine Fähigkeit, die ich habe, richtig geil ist, dann ist es mega krass, wenn man die doppelt hat, weil dann kann nämlich ein anderer die dann auch nochmal einsetzen. Aber im Grunde kann man auch sagen, hey, wenn der andere jetzt jedoch aber jemand anderes, also eine andere... das sind hier. Okay, das war so ein bisschen verwirrend. Wenn jemand das andere Skillung hätte, dann könnte man noch ein bisschen, ne, mehr Fähigkeiten, verschiedene Fähigkeiten haben. So, ne? Deswegen, ich gehe eher den Weg. So, der hat zumindest mal was komplett Unterschiedliches. Und also, der wäre ja auch schon dabei gewesen, die haben ja schon ein bisschen geskillt. Ja, da haben wir es. Diese Söldnerin hier, die hier, die würde ich gerne switchen, weil die hat genau das, was ich auch habe. Genau dasselbe. Das will ich nicht. Die muss geswitcht werden. Genau, sie war ja auch Heilerin. Sie war ja auch in Spellforce 3 in der Hauptkampagne war sie Heilerin. Das ist völlig in Ordnung. Das ist ja völlig in Ordnung. Die hat aber auch noch Jagd, also sie ist auch noch Ja, wobei, sie benutzt Bögen. Sie hat ja auch in Spellforce 3 in der Hauptkampagne hat sie auch Bögen benutzt. Das heißt, das ist kein Problem, wenn ich Armbrust nutze. Ne? Das heißt, da ist es nicht irgendwie sowas, das ist jetzt... Das können wir machen. Er ist ja so ein bisschen mehr so der... Warte mal, was hat er so für Waffen ausgerüstet? Dolch. Ja, wobei ich jetzt nicht weiß, ob
er dolchmäßig eher was machen sollte oder ob er eher auf vielleicht switche ich das auch eher, das sind so Segen, so, ja, vielleicht switche ich den auch nochmal durch, weil sowas kann ich auch eigentlich nicht so, ich hasse zum Beispiel diese Fähigkeit hier, so Fähigkeiten, wo man, bestimmte Anzahl von Mana oder Fokuspunkten geblockt werden, damit man so eine Aura aufrechterhalten kann, das mag ich nicht. Ich glaube, wir switchen beide Söldner. Das, was sie hat, funktioniert ganz gut. Die können wir auch nochmal skillen. Und deswegen, da geben wir ihr mal hier die Heilung. Und das so. Wobei sie natürlich hier... da haben wir dann doppelte Fähigkeiten. Ne? Da müssen wir dann irgendwie gucken, dass sie dann die ganzen Heilfähigkeiten mitnimmt und ich dann meine Sachen... glaube ich, eher sinnvoller. So, und die bekommt auf Windskraft noch einen Punkt. Okay. Es scheint so zu sein. Warte mal, ich mach mal Quick and Fight. Es scheint so zu sein, als ob hier bei doppelten Fähigkeiten das nicht mit. Okay, das ist jetzt. Ja gut, egal. Und er ist... Oh, er ist so ein bisschen mehr... Oh ja, Dämonologie. Oh geil, da können wir bestimmt uns wieder eher irgendwie so einen Dämon beschwören, oder? Leichengolem verrufen. Ja, das ist doch ganz geil. Das gefällt mir. So. Ich guck nochmal bei ihm, was er so. Okay, er Stäbe. Also er bekommt Stäbe. Ich bin auch Magier zwar, also habe auch magische Fähigkeiten, aber Stäbe. Ne, also das ist so. Ich benutze mehr so Armbrust und so weiter und fort. Okay, er benutzt dann Stäbe. Sie benutzt Bögen. Die beiden switche ich. Das ist so erstmal so das, was gerade so aktiv ist. Und das rüstet er mal aus. Und der Stab ist vielleicht sogar... Ja, dieser... Ich verstehe nicht, warum die Schadenssachen da beim Stab weggemacht haben und dann unter Reichweite dann da die Schadensbonus dann da reingeballert haben. Das so ganz merkwürdig ist. Aber gut. Lassen wir das. Eskalierte Belohnung. Also das bekommen wir so oder so. Und hier unten können wir noch auswählen. Ich würde da gerne gucken für... Oh. Eigentlich würde ich gerne die Armbrust haben. Andererseits hat sie hier... Sie hat nur einen Kurzbogen, aber das Problem ist Geschicklichkeit. Wir müssen... Okay, Kurzbögen könnte sie nutzen, aber wir müssen unbedingt auf Geschicklichkeit gehen. Um auch, damit sie auch so Kompositbogen und so robuster Kompositbogen sowas nutzen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Das sollten wir vielleicht machen. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir doch die Armbrust. Belohnungen. Kann ich mehrere wählen? Ne, nur eine. Okay, dann möchte ich gerne die... Ja? Die Armbrust. So. Talisman ist so... feindliche Kreaturen unterbrechen. Okay. Legen wir die nochmal nicht an. Vielleicht haben wir irgendwie einen Söldner noch dabei. Ey, guck mal, der hat jetzt hier so die Fähigkeiten da drin und die Fähigkeit... Wenn ich auf mich gehe, dann sind die Fähigkeiten nicht da. Was ist da mit der Leiste los?
Weirde Sache. Okay, ich wollte switchen noch kurz. Wir machen das in der nächsten Folge. Wir switchen in der nächsten Folge die Söldner. Und dann gucken wir mal, was wir so da mitnehmen können. Ich hoffe mal, dass wir da andere Söldner mitnehmen können, ohne dass wir welche erstellen müssen. Weil wenn nicht, dann erstelle ich schnell mal welche, die dann wirklich aber auch Klassen haben, die wir, so Talentbäume haben, die wir noch nicht haben. Weil ansonsten ist das ja Bullshit. Also bis zum nächsten Mal, haut rein. Tschüss.